Entschuldigen Sie, Sie arbeiten doch hier, oder? Das ist aber nicht normal, oder? Dass der Tiger so durchgehend brüllt? Wie spät ist es jetzt? 15.14 Uhr. Um die Zeit singt er immer. Singen nennen Sie das? Was singt er denn? It's not unusual, Tom Jones. Kann ich da aber nicht raushören? Vielleicht sind Sie kein Tierfreund. Ich habe mehrere Semester Biologie studiert. Und dann können Sie sich eine Eintrittskarte leisten? Für mich klingt das Gebrüll nur sehr, ja, aggressiv. Ja, dann muss ich nur noch warm singen. Der Leo ist nicht aggressiv. Leo? Das ist doch ein Tiger. Ja und? Der Leo ist doch mehr ein Name für ein... Vergessen Sie es. Jedenfalls wirkt das Tier auf mich aufgepeitscht. Unser Leo ist sanft und friedlich. Wir haben drüben im Streichel so Kaninchen, die gefährlicher sind. Haben Sie Samtpfote mal gesehen? Das ist so ein grauer... Ein Tiger ist kein sanftes Tier. Der Zaun steht hier wohl auch nicht ohne Grund. Da haben Sie recht. Es war nämlich schweineteuer, das neue Gehege so üppig herzurichten. Und mit dem Zaun schützen wir Leos Zuhause vor den schmutzigen Besuchern. Ein Tiger ist und bleibt ein gefährliches Tier. Ich glaube ja, ich kann das besser beurteilen. Aber bitte, überzeugen Sie sich selbst. Gehen Sie rein. Hier, ich mache Räuberleiter. Einfach drüber springen über den Zaun. Hören Sie mal, Tiger King. Machen Sie das öfter, dass Sie den Besuchern ins Gehege helfen? Sie reden doch die ganze Zeit auf mich ein. Weil ich befürchte, dass mit dem Tier etwas nicht in Ordnung ist. Abgesehen von seinem Hospitalismus. Und Sie wollen mich da auch noch reinlassen. Um Sie davon zu überzeugen, dass die Gefahr durch Theo... Ich dachte Leo. ...durch Leo überbewertet wird. Und das liegt nur daran, dass in den Medien seit Jahren verbreitet wird, Tiger wären ja so wild und gefährlich. Aber wenn man mal was anderes behauptet, ist man sofort Raubtierleugner. Dabei ist so ein Tiger nichts anderes als eine etwas größere Katze. Sind Sie eigentlich geimpft? Was? Wie kommen Sie jetzt darauf? Ach, schon gut. Geimpft gegen Tiger, oder? Vergessen Sie es. Also letzte Chance. Räuberleiter? Weil ich muss dann auch mal los. Ich glaube, ich habe die Tür vom Eisbärgehege nur angelehnt. Nein, danke. Und dann noch einen schönen Aufenthalt. Armes, edles Tier. Eingesperrt in einem fremden Land. Niemand nimmt deine Bedürfnisse wahr, dein Leid. Und derjenige, der sich um dich kümmern sollte, ist ein absoluter Vollidiot. Okay, dann ist dir alles gut. Ein Sandpfote! Aus! Nein!